Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Heute in unserer Moment 61. Folge am 25.05. in der Early Access Version 1.4.0. Ihr seht schon, was ich heute wieder vorhabe. Beim letzten Mal hatten wir ja wirklich so viel Pech bei der Liebe. Ich habe mir erstmal eine andere Dame rausgesucht, auch mit einem einfach zu namenden Merken. Hat seine Gründe. Die Sora. Die gehört dem nördlichen Kaiserreich an. Hier steht's, adlige nördliches Kaiserreich. Der dicke alte Mann hat sich nämlich auch endlich mal ein bisschen mit diesen Infos hier beschäftigt. Sie ist zwar geizig, ich würde jetzt aber mal sagen, das hat zwar ein bisschen was mit ihrer Großzügigkeit zu tun, dass die ein bisschen weniger da ist als bei anderen. Dafür würde ich aber sagen, ist sie sparsam. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn sie bei Verwaltung und bei Handel so relativ sehr gute Perks drin hat. Relativ sehr gute Skillpoints drin hat. Außerdem ist sie immer ehrlich. Das bringt nochmal ein Ehre-Plus. Und sie ist barmherzig. Das bringt auch nochmal Gnade. Sie ist in der Festung Resos. Die habe ich jetzt schon mal getrackt. Und da galoppieren wir mal ganz geschwind hin. Wir können dann dementsprechend die Atma wieder rausnehmen. Und die ist sogar direkt hier in der Nähe. Das habe ich mich jetzt sogar noch nicht nachgeguckt. Das ist wunderbar. Das heißt nämlich, dass sie jetzt auch nicht gefangen wurde. Müssen hier minimalen Umweg laufen, das geht aber. Ich nehme mal stark an, dass hier oben keine Aserei rumrennen. So, Moment. Pausiert. Denn zuallererst einmal gucken wir nochmal hier rein. Ja, gerade frisch das Spiel gestartet. Dementsprechend beim ersten Öffnen der Menüs dauert es immer noch mal ein bisschen länger. Ich hoffe, das wird irgendwann noch gefixt. Achso, wir waren schon voll mit Truppen, wa? Ah, stimmt. Okay. Hat er schon wieder vergessen. Gestern erst aufgenommen und jetzt schon wieder vergessen. So, jetzt wird nochmal extra gespeichert. Damenwahl. So, zack. So hieß zwar schon eine andere Folge. Die vorletzte, aber egal. Speichere ja nicht nach Folgentitel. Schönen guten Tag, ich würde da gerne mal rennen. Vielen lieben Dank. Hallo Sora. Halle des Lords. Mann, ich habe aber auch wieder verhaspelt in letzter Zeit hier. So, wir haben Kamera, wir haben Ton, wir haben Timer. Das ist auch schon mal ganz gut. Ich hoffe, wir haben jetzt auch gerade Spielton. Ja, haben wir. Gut. War mich gerade nicht zu hören. So, ich kenne euch nicht. Ich nehme an, ihr solltet mir euren Namen sagen. Kannst du annehmen. Ja. Ich bin Robinius. Wer seid ihr? Ich bin Sora aus dem Hause Argoros. Unsere Familie ist seit den ersten Tagen... Ja, komm, hier, das kennen wir schon. ich kenne euren Namen. Männer loben euren Mut. Aber denkt daran, dass Ehre und Mitgefühl auch seinen Wert hat, sich eins anzueignen. Aha. Es gibt da etwas, was ich besprechen möchte, weil ich habe ein bisschen gelogen, Mäuschen. Ich kenne dich auch. Weil eigentlich, ich liebe dich schon, seitdem ich denken kann. Weißt du, hier. Nee, Quatsch, das war falsch. Ich hab mich verguckt, Entschuldigung, warte mal. Hier. Zack. Ja, wir erwägen Angebote. Diese Dinge werden nicht überstürzt behandelt. Ich möchte meine Hand zur Heirat anbieten. Ja, nun. Ich denke, ich kann euer Angebot in Betracht ziehen. Finde ich auch gut. Wir treffen uns, wie es üblich ist, von Zeit zu Zeit. Blase als Keks, das kennen wir schon. So, hast du Zeit? Hast du Zeit? Hast du Zeit? Hast du Zeit? von Zeit zu Zeit trifft man sich doch, oder? Eine Zeit, eine Sekunde später noch eine Zeit. Warum nicht? So dann, was braucht ihr? Also ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, etwas Zeit miteinander zu verbringen. Deutschmod, bitte, ne? Diese Zeile müsste noch ein wenig verbessert werden. Ja, es ist gut, die Chance zu haben, sich gegenseitig kennenzulernen. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Man sagt, ihr seid recht weit gereist. Erzählt mir ein wenig über eure Reisen. Was soll ich sagen? Es ist eine schöne Welt, aber voller Leid. Oh, meine andere Antwort als beim letzten Mal. Ja, probieren wir es. Yippie! Erfolg! Zwei Erfolge müssen noch erfolgen. Okay, das war jetzt eine komische Formulierung. Ich verstehe. Zwischen euren Anhängern, euren Rivalen und euren Feinden müsst ihr eine Menge interessanter Leute getroffen haben. Schade, dass es immer dieselben Gesprächsthemen sind. Oder es ist halt immer bloß so eine ganz kleine Auswahl an Zufallsgesprächsthemen. Ich habe viel Gutes und viel Böses gesehen, aber ich kann nur hoffen, dass das Gute das Böse in den Herzen der meisten Menschen überwiegt.
Ich weiß immer nicht, ist es erfolgsversprechender, wenn ich etwas nehme, wo ich einen hohen Skill drin habe? Verführung und Gnade haben wir ja irgendwie noch gar nicht. Erfolgreich, gut. Ich verstehe. Einige Leute sagen, dass ihr weit kommen werdet. Nehmen wir an, ihr würdet euch auf einer Machtposition wiederfinden. Was würdet ihr tun? Ich hoffe, ich kann dem Land Frieden und Gerechtigkeit bringen und das Leiden der Menschen lindern. Das hatten wir beim letzten Mal auch genommen und das ging leider schief. Warum wird mir das hier gelb angezeigt? Den kritischen Misserfolg und Misserfolg in dem ganzen Überzeugungsversuch. Oha. Ich nehme mal lieber nichts, was ein Crit hat, oder? Aber ich würde jetzt schon gerne wissen, warum wird mir das hier gelb angezeigt? Ist das eventuell möglich, dass ich diese Antwort nur geben kann, weil mein Charisma schon eine höhere Stufe erreicht hat? Interessant. Aber ich nehme jetzt natürlich das hier. Klingt auch irgendwie glaubwürdig. Und yippie! Auf zu Base 2. Ich verstehe. Nun, es scheint, als hätten wir einiges gemeinsam. Finde ich gut. Vielleicht können wir mehr reden, wenn wir uns wieder treffen. Hast du Zeit? Nee, pass auf. Ich gehe jetzt erstmal raus. Wir haben schon mal einen Schritt geschafft. Den speichern wir jetzt ab. Zack. Damenwahl. Speichern. Zack. Erlassen. Obwohl, wir können ja mal gucken. Eigentlich kenne ich das so aus dem Video von dem lieben Franco fabuliert, dass es einige Tage dauert, bis er wieder bereit ist, weiterzureden. Ja, ist auch so. Ich kann jetzt hier nichts weiter vorschlagen in der Richtung. Sie hat auch keine Aufgabe für mich und dementsprechend, ja gut. Dann gehen wir mal für ein paar Tage woanders hin. Jetzt frage ich mich nur, ist die jetzt bei uns hier in der Enzyklopädie und wir als Geliebte drinne? Verehrer oder so? Das bräuchte man noch irgendwie, so eine Übersicht. Hier klickt mal auf mich drauf. Feinde, Familie. Nee, leider nicht. Das wäre cool. Wenn wir hier noch irgendwie so eine Übersicht hätten. Oder vielleicht weiß es ja das wandelnde Lexikon namens Heile nicht. Vielleicht weiß er es ja oder ein anderer von euch Zuschauern, ob ich das irgendwo direkt sehen kann als so eine Art Familienübersicht. Nee, hier kann ich den Bus minimieren und wieder ausklappen. Schade. Na gut. Okay, wir haben ja noch ein Gericht zu führen. Orientiere dich erstmal, Robin. Wo musst du hin? Razi wird schon belagert. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht von der anderen Seite kommen wollen und da ein bisschen Stunk machen wollen. Problem ist dann aber wiederum, wir sind dann komplett auf uns alleine gestellt und wenn wir dann Gefangene ablegen wollen und so, müssen wir ganz weit zurückreisen. Könnte doch aber bestimmt von der Seite hier kommen. Aber gut, es kann dann natürlich auch wieder sein, dass wir total auf dem Holztrichter sind, dass hier noch haufenweise Garnisonstruppen drin stecken. Deswegen schließe ich mich dann lieber doch der allgemeinen Front an, beziehungsweise verteidige hier hinten vielleicht auch was, weil ich habe noch keine einzige Verteidigungsschlacht in der Festung gehabt. Und ich möchte die unbedingt mal haben. Oder ich kann mich nicht mehr erinnern, dass wir eine hatten, weil wir sind ja schon bei über 60 Folgen. Ist mehr als gestern. Glaubt mir, mein Erinnerungsvermögen, ich fühle mich langsam wie ein Rentner. Also. Ein Rentner mit schwachem Erinnerungsvermögen. gut. Russen Volk wurde ja kürzlichst erobert. Dann reisen wir mal zuerst dahin. Oh, das verschwimmt sogar bei mir. Ja, reisen wir erstmal dahin. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was loswerden. An Töpferei, Waren. Boah, hier sind aber auch echt viele Banditen unterwegs, Mensch. 734 nur. Aber stimmt. Wir haben ja seit kurzem auch ziemlich teure Truppen dabei. Fenengeal hat eine Armee gegründet. Ich glaube, da hat ein Buchstabe gefehlt bei ihm. Razi wird genommen. Das ging schnell. Ja, stimmen wir jetzt nicht mit ab hier. Oder wollen wir fies sein? Als erste eigene Stadt? Jetzt würde ich hier gerne vorher reingucken, aber hier, guck mal. Da müssen wir schon extra mit gegenstimmen.
Ist okay, ich enthalte mich. Mach mal. Ich hole mir eine eigene. Dass wir grundsätzlich mal eine Stadt haben. Und vielleicht schaffen wir es ja noch in diesem Safe Game, dass wir Lehnsgüter auch mit anderen Adligen tauschen können. Dazu müssen wir aber echt noch ganz viel skillen. Tägliches Gold 1166, super. Also kann ich doch schon fast davon ausgehen, dass unsere Brauerei angelaufen ist, vernünftig. Aber warte mal, ich überlege gerade. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Boah, nächste Armee. Von wem diesmal? Von Joron wieder. Joron, du alte Möpfe. Hier hätten wir noch eine Festung, eine alleinstehende. Und hier ist die nächste Stadt. Wir können uns ja mal hier in der Festung so ein bisschen umgucken. Wenn wir in Hosenvolk waren. Wenn die Festung nicht so stark besetzt wird, könnten wir sie ja dann holen und einfach nicht beanspruchen für uns. Oder doch? Wollen wir es trotzdem machen? Oh, weiß nicht. Ob das so viel Sinn ergeben würde, weil wir müssten ja dann trotzdem wieder Garnison da abladen. Lad mal alles durch hier, bitte, danke. Ach, Mensch, ich sehe aber hier noch Plünderzeugs von den Plünderern. Ist auch nicht so toll hier. Na gut, dann kannst du wenigstens das Zeugs verhökern. Nochmal 1,5, why not? Truppen brauchen wir nicht rekrutieren, weil wir sind ja schon wieder voll. Gut, dann gucken wir mal hier in Festung Tamu nach. Lalalala. Sollte ich aber vielleicht doch mal nicht dauerhaft im Schnellmodus hier unterwegs sein? Bevor ich wieder einer feindlichen Armee in die Hände reite. Ach Mann! Ist doch nicht, ey. Wie viele Verteidiger? 76 und dafür sammelt ihr eine Armee? Macht, dass ihr wegkommt! Ganz ehrlich! Oh! 700 Leute gegen 76. Das kann nicht euer Ernst sein. Alter. Mann. Müssen wir gucken, ob wir hier irgendwas Truppen erwischen. Aber der ist zu schnell, wa? Mit 4,0 ist er minimal schneller als wir. Aber wenn wir Glück haben, greift er eine Karawane an. Macht er nicht. Aber irgendwie scheint das hier nicht so richtig fun zu funktionieren. Jetzt, wo ich es aufgedeckt habe, zeigt das mir an. Ja, klar. Und hier rennt dann erstmal der König rum oder Sultan oder was auch immer. Ah ne, das ist eine Armee. Eine kleine Armee. Im Verhältnis zu der hier. Können wir die locken? Können wir die zu denen hinlocken, dass sie dann die große Armee bekämpfen und wir in der Zeit die Festung schnappen? Würde ich ja irgendwie witzig finden. Komm doch her, du Feigling. Wer bist du? Esur. Mal ein bisschen so hier noch gucken. Schade eigentlich, dass das Symbol erst angezeigt wird, wenn man die Leute schon gesehen hat. Oh. Okay. Die kämpfen jetzt gegen ihn, weil er das Dorf plündert. Oder? Ja, jetzt. 180 gegen. Ja, wir wehren gleich auf. Er hat. Hallo? Ach so, weil sie schon im Kampf sind, klar. Hier sieht man wieder die einzelnen Aufdröselungen. Na, hier hätte ich jetzt schon gerne gewusst, wie viel Infanterie und wie viel Kavallerie und so die haben. Dann machen wir es mal anders. Speichern unter LP02. Ich glaube, mittlerweile könnt ihr schon längst wieder zu der Soa zurückreisen. Die ist, glaube ich, schon wieder gelangweilt. Aber egal. Oh, hat er schon die ersten 9 verloren? Und die nur 4. Oha! Jetzt geben wir es denen aber. Gefangene 37. Er auch? Bei ihm sehe ich es nicht. Komischerweise, obwohl wir gerade gegen die kämpfen. So, aber Kavallerie als solche hat der hier nicht viel. Der hat 64 Infanteristen. 83. Oha! Okay. Auch 64. Unser Kumpel hat 65. Unser
unser Kumpel hat leider nicht viel Kavallerie dabei. Dafür wiederum haben wir viel Fernkampf und ein bisschen was an Kavallerie. Wird interessant. Problem ist nur, unser Kumpel wird wieder selbstständig agieren. Klar, man könnte sich auch langsam überlegen, eine eigene Armee zu gründen, aber nö. Kostet mir zu viel. Ich will erst noch ein paar Richtlinien durchbringen hier. Ah, was für ungünstiges Gelände. Ja klar, mein Kumpel hier rennt wieder vor. Wo sind sie? Da sind sie. Dann würde ich mal sagen, ihr folgt mir jetzt erstmal alle. Harte Bremse. Ach, jetzt stehen die hier schon, wa? So, Infanterie da. Hier. Nee, das war falsch. So, nee, auch nicht. So, so. Und dann aber bitte hier hin. Und ihr folgt mir. Die sind da nämlich schon am Stänkern. Nein, oh Mann. Moin. Ah, verdammt, da war ein Baum im Weg. Geht ja schon ganz schnell ab hier bei euch. Darf man noch ein bisschen mitmachen, oder wie ist das? Oh, verdammt. Ich habe keinen einzigen Treffer verursacht. Ist doch nicht wahr hier. Ah, gut, okay. Ich würde sagen, die Infanterie muss mal chargen. Und die... Quatsch, die Kavallerie darf es gerne auch. Da rennen eigene Leute weg. Einige. Yes! Das war der Anführer. Ich habe zwar nicht viel Schaden ausgeteilt, aber der war wichtig. Was ist hier hinten los? Warum rennen hier noch so viele von euch rum? Wen oder was verfolgt ihr hier? Ihr lauft doch jetzt nicht weg, oder? Doch, die laufen weg. Oh. Vorsicht. Oh, okay. Ich hätte gedacht, ich renne jetzt hier volle Kante durch. Gegen. Na gut, dann können meine Bogis jetzt eigentlich auch schon chargen. Weil viel haben die hier nicht mehr, die Gegner. Oh, da hat ein Pferd gegen einen Baum angelehnt. Weg da! Ja, ist auf jeden Fall hinüber. Ah, verdammt! Na gut, immerhin das Pferd erwischt. Ah, Baum! Moin! Ah, ist er mal. Mann, halt doch mal still! Gibt's doch nicht hier! So! Der war aber gut, der hat sich nicht so dämlich angestellt wie ich. So, wie sieht's aus? 35 Verluste, davon auf meiner Seite 11. Aber mehr von den weniger gut ausgebildeten. Ah, außer hier gerade sehe ich, hier sind schon Tier 4er dabei. Schade. Und der Vlandianische Champion. Oh, schwere Kavallerie war das eigentlich. Na gut, unser Kumpel hat viel verloren, ja. Ist dann halt so. Wir kriegen aber 15,5 Ruhm, 11,2 Einfluss und 7 Moral. Wunderbar. Taschen. Ja, So. Charisma 72. Bei 75 konnten wir die nächsten Perks wählen. Und der andere? Ach, der ist schon geflohen, oder wie? Den konnte man nicht gefangen nehmen. Na gut. Und das Schöne ist ja, dass die hier so viele Gefangene hatten. Und wir haben die jetzt besiegt und dementsprechend... Achso, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Bogenschützen. Wir haben die jetzt besiegt und dementsprechend gehören die Gefangenen uns. Warte mal. Von denen hat man einige verloren, genau. Kataprakt aufwerten, Wunderbärchen. So. Ich würde sagen, die Gefangenen nehmen wir jetzt einfach weiter mit, ne? Oder? Ach komm, hier. Die Kaiserlichen nehmen wir mit und die Plünderer. Ich habe eigentlich... Hallo? So. Habe ich zu viele? Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Habe ich... Ach. Ist da ein Plünderer hier rüber? Mist. Mist.
Und hier sind 28 Plünderer, die man mitnehmen könnte. Das sind alle, also die sind alle fähig zu Kaiserliche gemacht zu werden. Was ist ja gemein. Ja, Reihe Infanterie nimmst du mit. Die nimmst du mit. Die nimmst du mit. Und den. So, dann haben wir hier noch schön viel Platz. Gut. Östenpferde immer gerne. Mameluken, Lanze zersplittert. Hier sind einige Schilde diesmal dabei, aber Waffenstufe 1. 2. 1. Nee. Zerbrochener einfacher Reiterbogen. Nee. Ist nicht wesentlich besser. Hier aber an allen Punkten. Und vor allem Waffenstufe 5. Jetzt muss ich nochmal gucken. Waffenstufe. Ist ja ein bisschen besser als meiner. Aber ihr seht die anderen Werte, die überzeugen mich jetzt nicht so. Nee, von daher. Kyslav? Kyraslav, nicht Kyslav. Du bekommst einen neuen Bogen. Der ist zu Pferd benutzbar, oder? Ja. Ist ja nicht bei jedem gegeben. Steppenpfeile zersplitternd. Hast du schon. Ich habe auch schon bessere, ne? Genau, wie heißen meine? Meine heißen Botkin. Das sind spezielle Jagdpfeile mit breiter Spitze, die dann dementsprechend auch eine fette Wunde hauen. Jetzt kurz noch hier rinkicken. Auch nicht so wirklich hier. Oh, 18er Armschienen. Da habe ich jetzt 22er. Hier, bitte schon, mein Freund. Wir scrollen mal eben runter. 13. Auch 13. Achso, sind diese Leichen. Was hast du? Du hast eine 10er. Bitteschön, Mäuschen. Sehr schön. Stiefel vielleicht auch noch? Ja? Hm? Nicht? Okay. Ansonsten war ja bloß Plünderzeugs hier. Brummsäbel vielleicht noch. Für ihn? Ah, nö. Für sie? Jetzt verstehe ich nicht, warum Gewicht da in grün angezeigt wird. Ist doch gleich schwer, das Ding. Aber gut, ist egal. Das passt so. Der Speer höchstens noch, aber da hatten wir schon tausendmal geguckt, weil ja, ist ja wieder das gleiche hier. Zack, fertig aus. Schick ist es. Haben wir mal einen schönen Sieg errungen. Auch wenn ich gestehen muss, dass unser Gegner nicht unser Gegner, unser Freund hier viele, viele Verluste hatte. So, na gut, dann reiten wir mal rüber nach Rasé. Die Belagerung wird da noch ein Weilchen gehen. Und ich nehme mal an, die gewinnen auch. Boah! Aufpassen, Robin! Aber es sind Emos Karawanen und die sind auch zu schnell. Aber mutig von denen, dass die trotzdem hier lang reiten. Durch feindes Gebiet. Verwaltung haben wir jetzt auf 92. Karawane nochmal mit einer Geschwindigkeit von, keine Ahnung. 4,6, auch wieder zu schnell. Ja, Karawanen sind halt drauf geskillt, dass sie schnell reisen, ne? Bestmöglichst. So, hauen wir mal den ganzen Plunder hier wieder raus. Den Käse wirst du bitte mal noch hier behalten. Aber ansonsten dürfte ja nichts mehr weiter hier sein. Genau. Weg damit. Sehr schön. 7000 nehme ich doch gerne. Zack. Ach, jetzt habe ich wieder nicht nach Töpfereiwaren geguckt. Ach ey, es wird immer schlimmer hier. Ich werde die wahrscheinlich nie wieder los. Na gut. Nahrung sieht es ein bisschen schlecht aus. Wie sieht es hier bei euch mit Nahrung aus? Ach je. Meine füllt auch den Magen, oder? Ist aber auch noch nicht mal günstig. Und ich habe wieder nicht meine Liste geöffnet. Aber gut, wir sind jetzt auch hier in Kriegszeiten, nicht in Friedenszeiten. Und dementsprechend ist das ja auch ein bisschen schwierig, hier gezielt Handel zu treiben. Ich will nur mal gucken, darf ich hier gerade ein bisschen. Ja, darf ich. So, haben wir das schon mal alles vorbereitet. Für die nächsten wertvolleren Waffen. Wenigstens die möchte ich auch in Kriegszeiten einschmelzen können. So, ansonsten rekrutieren brauchen wir nichts. Nö. Könnte sich echt überlegen, ob man hier doch mal
Meine, so eine Bergfestung, die ist schon nicht verkehrt. Oh, was? Da wird schon die nächste Stadt belagert? Boah. Ah gut, wir können hier mal gucken. Darf ich hier... Darf ich? Gibt es gar keinen Durchgang? Na pfui. Die ist ja... ich dachte, man kann hier oben durch. Das ist ja doof. Geht stellenweise hier wieder nicht. Dann, hä? Da musst du ja hier einmal außen rum, um an das Dorf ranzukommen. Ja, so ganz ehrlich, da habe ich jetzt nicht wirklich Interesse daran, die zu behalten. Bist du mir gerade entgegengekommen? Das ist aber nett von dir. Vielleicht doch noch eine Karawane erwischen. Die haben immer schön viel Loot dabei. Aber die entkommen uns natürlich. Ja, warum auch nicht. Dorfbewohner. Das ist nicht ehrenhaft. Ganz ehrlich, ne? So, hier wird auch noch belagert. Na komm, wir gucken mal trotzdem, ob wir die Festung bekommen können. Ob die vielleicht nicht so stark verteidigt ist. Moin! 102 Leute. 94 Infanteristen. Meins. Siehst du, das wollte ich hier mal gucken. Du, kommen Sie, Schulze, kommen Sie. Kommen Sie mal her. Wir speichern vorher nochmal ab. So, zack, zack. Dann gibt es heute auch eine Überlänge. Denn gerade der Timer ist gleich soweit. Den stoppe ich jetzt, damit er mich nicht im Kampf noch stört. Dachin! Altfit bei dir, oder wie sieht's aus? Ha? Ich bin Usa hier, vom Banu Kilt. Einem Clan der Aserei. Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin immer auf der Suche nach guten Kämpfern. Ja, ja, du, ich auch. Ergib dich. Egal, ergib dich. Ich hab's ihm gesagt. Ich hab's ihm noch extra gesagt. 94 Infanteristen, das könnte echt ein Späßchen werden, wenn ich es jetzt nicht wieder verhaue. Jetzt staune ich wiederum, dass die hier in dem Moment, also wenigstens die Karawane, nicht versucht hat, hier noch zu helfen. Aber die haben wahrscheinlich die Programmierung echt so bekommen, dass die in keinstem Fall irgendwie in Kämpfe geraten sollen. Ach, herrje, was hab ich denn hier für eine blöde Karte? Warte mal erstmal hier rüber, wenn's geht. Der kommt doch bestimmt auf uns zu, wa? Genau. Gut. Ist jetzt gar nicht mal so unbedingt verkehrt. Stellt ihr euch nämlich jetzt hier auf. Ihr macht wieder den. Aber hier vorne. Und ihr folgt mir. Naja, da kommen sie. Die haben zwar da den höheren Hügel mit einer höheren Reichweite, aber deren Kavallerie wird nicht viel anrichten können, weil die müssen erstmal den Hügel hoch. Moin! Hat's weh getan? Was, das Pferd lebt doch? Okay, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ah, schade. So, der ist hinüber, sehr schön. Damit ist deren Kavallerie schon mal deutlichst dezimiert. Ist der gerade auf das Pferd wieder drauf? So ein Shift? Ach so, von wegen deutlich dezimiert. Oh, ja, okay. Ja. Ich würde sagen, das war eine Fehlinformation. Das war eine Fake News. Okay. Dann so. Schön die Flanke decken, Jungs. Ah, verdammt. Ach komm. Das macht mir so mehr Spaß. Aber ich merke jetzt hier auf Wüstensand, obwohl ich immer noch das Pferd habe, was so schön schnell war, es liegt nicht am Pferd. Es liegt echt daran, dass wir eine deutlich schwerere Rüstung tragen als damals. Das klang echt nicht schön. Das klang wirklich gemein gerade. Also das Pferd meine ich, das... Ah, da kriege ich richtig Mitleid. Also ich bin ja eigentlich tierlieb, ne? Aber wenn es hier um gegnerische Pferde geht, ich meine, gut, die haben sich das nicht ausgesucht, wer sie reitet, ne? Ey. Freundchen. Mann! Seid mir doch nicht immer im Weg! Oh, verdammt, warte mal, ich sehe gerade. Ja, habe ich total vergessen jetzt.
Hallöchen. Das war der Chef. Das finde ich gut. Moin. Dann würde ich sagen, Kavallerie Charge. Ihr macht den Rest da schon, wie ich euch kenne. Ihr seid da zuverlässig, was das angeht. Ich kümmere mich jetzt auf jeden Fall mal um diese kleine Bande. Ganz viel zum Scalen. Ne? Na. Das haben wir schon mal besser geschafft hier. Dünnen wir lieber ein bisschen aus hier, wa? Radikaldiät, Pfeilbeschuss. Ja. Ach, macht das Spaß. Ich bin auch gespannt, ob wir später vielleicht so eine Art Perk bekommen, um unsere Schwunggeschwindigkeit zu erhöhen. Denn das wäre bei dieser Waffe absolut tödlich, wenn die halt noch deutlich schneller geschwungen werden kann. Ah, verdammt! Ich wollte gerade sagen, guck mal, so macht man das, aber... War der Vorführeffekt, ne? Hey! Na los. Also gewonnen haben wir auf jeden Fall schon. Wir haben auch nicht so viele Verluste erlitten, wenn ich mir unseren Balken oben links angucke. Ah, verdammt! Meiner! Hat den aber schön die Beine weggezogen, herrlich. Waren das alle? Ja? Gut. Jetzt möchte ich mir mal, wenn wir sowieso schon ein bisschen Überlänge machen, das Schlachtfeld mal angucken. Ja, ich weiß, ich hab gewonnen. So viele haben wir hier auf dem Weg nicht erwischt, aber hier vorne müsste doch viel rumliegen. Das hätte deutlich mehr sein müssen, weil ich habe eigentlich es so eingestellt, dass maximal die Leute liegen, also maximal viele Leichen nur rumliegen sollen. Aber es kann sein, dass wenn die so ineinander stecken, dass die sich dann einfach gegenseitig behindern. Und deswegen verschwinden einige. Na gut. Nur zwei Tote? Krass. Und dann nur kaiserliche Infanterie? Wunderbar. Das muss ich nochmal gucken. Getötet, genau. Die haben selber dann dafür aber auch fünf getötet. Oder wurden von uns fünf getötet? Nee, Quatsch. Alles gut, Robin. Alles gut. 61 Gegner getötet, 29 verwundet, 12 geflohen. Gut, die 12 Geflohenen hätten nicht sein müssen. 150 Gold nur geplündert. Ach, je. Kann es sein, dass die Aserei irgendwie pleite sind? So. Gefangene. Da können wir jetzt einige noch nehmen, aber von denen hatten wir vorhin so viel verloren, genau. So. 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 Gut. Was? Sie brauchen disziplinarisch Vergünstigungen, um eine Banditentruppe zu einer normalen Truppe aufzurüsten. Disziplinarische Vergünstigungen, das wird einer dieser Perks sein. Ah, das ist ja jetzt gemein. Na gut, dann können wir wenigstens die mitnehmen. Dann gehen die wieder raus. Ja, die ebenso. Und dann nehmen wir natürlich wieder Stufe 4 und Stufe 5 Soldaten hier mit. Ja, noch ein bisschen Kavallerie. Werden wir jetzt gut brauchen können. So, haben wir 15 Gefangene. Ja, na gut. Blöd gelaufen, aber ist dann halt so, ne? Schade. Jo, endlich wieder was zu essen. Wenn du Hunger hast, brauchst du nicht einkaufen gehen. Brauchst du nur ein paar Gegner vernichten. Immer wieder erstaunlich. Also früher bei Warband war das ja noch wirklich so, dass wenn du Lords bekämpft hast und erfolgreich aus der Schlacht rausgegangen bist, möglichst mit einem deutlichen Erfolg, wow, dann hast du besondere Rüstungen bekommen. Oh, ist aber saumäßig schwer, das Ding, ne? Egal. Ich will das. Ich will das. Das ist eine schon eigentlich fast eine Kataprakten-Ausrüstung, weil wie heißt der? Zerbrochene halbe Ketten und Plattenharnisch. Okay.
Dann wiederum kannst du nämlich das hier haben. Du wiederum wirst dann wahrscheinlich das hier haben können. Nee, du hast dasselbe. Und was hast du? Du hast auch dasselbe. Okay. Ja, wunderbar. 53er Pferderüstung. Nice. Gut, den Rest gibst du mir so. Obwohl. Ich habe jetzt gar nicht nach Speere geguckt, aber das sieht auch wieder schlecht aus hier. Ja, okay. Alles gut. Gut, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie dieser Krieg gegen die Aserei hier weitergeht und ob ich irgendwann die Sora überzeuge, uns zu heiraten, schaltet doch gerne morgen wieder rein. Ciao.